Dieses Bühnenbild hier, das ist so eine kleine Liebeserklärung ans Tal. Eine Kreuzung, die einer echten in Wuppertal nachempfunden ist. Sie gehört zum Stück Die sieben Todsünden vom Tanztheater Pina Bausch. 2008 wurde es das letzte Mal aufgeführt, damals lebte die Künstlerin ja noch. Jetzt die Wiederaufnahme im Opernhaus mit vielen neuen jungen Tänzern. Nichts überlässt Josephine N. Endicott dem Zufall. Selbst bei der Kreidezeichnung auf dem Asphalt legt sie selbst Hand an. Sie hat die Hauptrolle bei der Uraufführung getanzt, Anna II, 1976 war das. Jetzt muss die junge Tänzerin von Josephine Endicott lernen, worauf es ankommt. Die müssen ihren eigenen Weg in dem Stück finden. Es ist ihr Stück jetzt mit unserer Guidance. Wir führen die da in den richtigen Weg. Dabei achtet Endicott auf jedes Detail, die Kleider, die Bewegungen und die Gefühle, große Gefühle, die die Tänzer in sich finden müssen. Das muss sowas von echt sein, echter geht's nicht. Du machst diese Reise durch dem Stück, alle deine Gefühle, diese junge Mädchen am Anfang und dann am Ende ist sie das so fix und fertig. So. Kein Wunder, denn die Tänzerin Anna II erlebt alles Leiden der Welt bei einer Reise durch sieben Städte. Ihre Schwester, die Sängerin Anna I, bringt sie dazu. Schließlich soll sie das Geld für ein Haus anschaffen. Dafür verkauft sie ihre Schwester ohne Skrupel. 1976 war das Kritik am Kapitalismus. Wir behaupten, dass dieses Stück sich keineswegs nur gegen die kapitalistische Leistungsgesellschaft stellt, sondern überhaupt gegen jede Form von Leistungsgesellschaft, gegen jede Form von Erfolgsdenken und auch von Wettbewerbssystem. Wie aufwühlend diese Rolle war, das ist Josephine Endicott damals so nah wie heute. Ich muss dasselbe fühlen, wenn ich hier sitze als Probenleiterin, dasselbe wie was ich gefühlt habe auf die Bühne, als ich es getanzt habe, so viele Jahre lang. Anna I hat schließlich alles Geld für das Haus zusammen, aber sie selbst ist am Ende. Emotional waren die Pina Bausch-Stücke in den 70er Jahren bei weitem fordernder als später. Harte Kost für das Publikum, aber auch für die Tänzer. Ich möchte den Tänzern allen Mut geben. Mut und die alte Pina kennenlernen. Viele Tänzer kennen Pina nicht und diese alte Arbeit. Und ich möchte das richtige Gefühl für das Stück und diese alte Zeit geben. Im zweiten Teil des Todsündenstückes heißt es dann, fürchtet euch nicht. Ein lebensfroher Ausgleich zum Elend des ersten Teils. Ja, ein wirklich tolles Stück, das.